Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren und Dinge. Text muss weg. Hallo. Ja, bin leider nicht zum Rasieren. Na, falscher Text. Die Flughörnchen fliegen mich, begleiten und zwar von Baum zu Baum. Also ja, falscher Text. Fail. Das ist für Freitags. Heute ist ein ganz komisches Matchup. Ich hätte zwar den Marder 3, das Problem ist bloß, der ist hier vorne. Den Rest kann ich mir irgendwie, obwohl gelb. Panzer 3L. Kann ich mir den schon kaufen? Oh, den könnte ich mir sogar schon kaufen. Ja gut, ja. Ja, Besatzung auswählen. Ja. Besatzung. Qualifikation. Und Schubs geben unser teuer verdientes Geld schon wieder aus. Juhu. Was war's denn noch? Ein Viererpanzer habe ich nicht gesehen. Och, den G. F2, F2, F2 kann ich doch auch schon. Das ist verführerisch. Ja, komm. Okay. Besatzung. Keine Angst, Spartissel, bei dir, bei mir passiert dir nichts. Vorerst. Dann gucken wir mal und schauen, was ich denn so reise heute. Ich bin heute ein bisschen im Kopf, also mehr als sonst. Verzeiht mir also die ein oder andere Fehlleistung mehr als sonst. Die übliche Frage: Wie ist der Spielsound? Wie ist das Mikrofon? Muss echt mal für die Spiele unterschiedliche Szenen einrichten, weil ich die eigentlich immer bloß für ein Spiel habe. Dann fahren die doch gleich mal Gassi, oder? Ich muss ja schon neu haben, dann. Die Map kenne ich gar. Ach, das ist schon nicht mehr. Ein langhaariges Sonnchen. Guten Abend, Atze. Ja, es tut mir leid, ich. Hab vergessen beim Einkaufen vorhin mir Rasierklingen mitzubringen und mit der stumpfen Rasierklinge rasiert sich so schlecht nass. Ja, die Map sieht, also Schnee haben wir schon mal, das ist ja schon mal schön, aber kann mal jemand aussteigen schieben. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Beruhigenderweise sind die Jagdpanzer hier auch nicht schon, oder? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen! Hey, wir wollen die zweimal privat in Ruhe lassen. Drehung. Das sehe ich gerade. Ich sitze mich ja die ganze Zeit vom Damage-Bild her im Bild. Über dem Damage-Bild im Bild. An mir orientieren! Ihr wisst, was ich meine. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Der Feind hat die Initiative. Ich weiß auf der Web natürlich noch absolut gar nicht, wo hier überhaupt irgendwas sein kann. Guten Abend, Web. Ah, die zwei roten Tierchen haben sich befreit. Schön.
Alter, jetzt muss ich da einen Berg hoch. Wie Sie sehen, sehen wir nichts. Ganz ruhig werden, ganz ruhig. Ich habe alles im Griff. Ich habe alles im Griff. Außer der Tatsache, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tue. Das ist ja normal. Was ist denn das für eine Map? Bei der anderen Map bin ich da schon dreimal über alle Punkte drüber gefahren, so wie ich hier gerade fahre. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ja. Keine Hektik hier. Das sieht so stürmenderweise einer von nach uns, danach aus, dass es einer von uns ist. Nur nicht meine Haare. Was ist mit meinen Haaren? Das ist einer von uns, oder? Wir haben ein Gebiet eingenommen. Welche von uns? Aber wo schießen die hin? Augen auf die Karte! Lass die mal. Fliegerangriff! Atze! Danke! Für deinen Sub. Such dir ein Baumdurchchen aus. Möbel kommen dann. Es gibt noch keine Garantie, also sonst noch eine Baumreihe ganz vorne, also Spiel, es gibt noch keine Garantie, dass ich die Wohnung nicht aus dem Sinn umfahre. Oh, willkommen und herzlichen Dank. Zurück, der Kommunist. Dankeschön. Der Feind siegt. Danke, danke. Der züngelt mir das so unangenehm. Der hat was bumm gemacht. Ich sehe schon, bevor ich überhaupt irgendjemanden sehe. Ja, zumindest bin ich jetzt mit Adrenalin vollgepumpt. Danke, Atze. Und. Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Der Rechtsschütze wurde ausgeschaltet! Wo? Wo? Da hinten. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Nee, doch nicht. Hä? Mir gefällt die Map nicht.
Guten Abend, Domingo. Einen wunderschönen guten Abend. Den Wintervorrat anschaffen ist keine schlechte Idee, Atze. Aber trotzdem gerne mal wissen, wo mich irgendwas erwischt hat. Verdammt nochmal, die Map ist ja grausam. Im ersten Moment versuche ich nicht selbst zerlegt zu werden. Natürlich fahre ich immer dahin, wo anscheinend schon alle von meinem Team sind und ich nicht. Im Moment fahre ich den Panzer 3L. Und die Map ist neu, deswegen fahre ich hier so komplett blind durch die Gegend. Sieht aus wie Dirt Rally. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Super! Ihr wollt dich doch verarschen, oder? Was hat sich da ein Flieger? Wo ist hier ein Flieger? Ich kirre. Also in dieser spannenden ersten Runde sehen wir, wie ich die Map planlos durchquere. Augen auf die Karte! Wir haben ein Gebiet eingenommen. Ja, die Bäume müssen weg. Das wäre meine erste Tat als Umweltminister. Andere zahlen für das Gestrüpp, ich fahre einfach drüber. Ich halt irgendwas sehen würde. Okay. Wir haben halt mal geschossen. Ja gut. Augen auf die Karte. Ja, unter meiner Nase. Ja, ich sehe es selber. Ich sehe da niemand auf dieser Nase. Das Gestrüpp war kein Gestrüpp, das war ein Panzer. Oh, ist die Map scheiße. Ist die Scheiße. Lebt doch die Ledermarsch. Was hat denn. Nein, wir haben gerade nichts im Kopf, wir haben das in der Luft. Ich kann zumindest sagen, ich hab's kommen sehen. Jetzt kann ich drinnen fliegen. Oh mein Gott. Was? Geradeaus, 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 geradeaus. Rollen, rollen, rollen. Und Gas geben. Es gibt Ausrufezeichen Fail Air.
Oder sollen wir noch zwischen Panzer und Flugzeugen unterscheiden? Augen auf den ausgewiesenen Sektor! In Wolokolamsk, sag mal, okay. Weiß jemand, wo das ist? Sagt jetzt nicht Russland, das hätte ich jetzt halb, also. Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Wir haben die Initiative! Für Assistance Squid. Frag dich warum AS. Ich bin Augen da auf die Karte. Atmen. Augen auf die Karte! An mir orientieren! Punkt A angreifen! Ja, ja. Im Sinne der Gleichberechtigung und so. Okay, da ist einer in Not. Die Frage ist, wer wird geschossen? Geschießt einer von uns, ein vom Feind oder umgekehrt? Weil die Map ist schon riesig, wenn ihr jetzt überlegt, wie lange die überhaupt jetzt schon geflogen sind. Okay, es war eine Spitfire, die die Ente abgeschossen hat. Ganz toll. Ganz toll. Gleich in der ersten Runde, wo ich mich erstmal einfliegen muss, mit Spit. Und die Frage, wo ist die scheiß Spit? Zumindest sieht die Map mal schön aus. Von oben. Augen auf die Karte! Ganz ruhig, ganz ruhig. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wo ist die scheiß Spitfire? Willst du mich denn verarschen? Ansicht hasse ich die Ansicht des Cockpit von der BF-109. Wenn ich die VR auf habe, dann stirbt dieser Balken nämlich dann so dramatisch. Was ich erwarte, dass ich einen scheiß schwarzen Punkt sehe. Ja. Dranbleiben, der Sieg ist greifbar. Aber das könnte auch einer von uns sein. Scheiße.
langsam hier. Vielleicht kann ich nicht so. Nee, das sind noch ein paar Millionen Kilometer. Weiß, also irgendwie. Komm schon. Geht gleich der Sprit raus, wenn es so weitergeht. Echt nicht wahr sein. Blind wie ein Schneehuhn. Im Wüstensturm. Morgen auf die ausgewählten Koordinaten. Dann sehen wir zumindest mal landschaftlich die schöne Gegend. Ist der abgehauen zu seinem Flugfeld, weil er gesehen hat, dass es mit sowieso verloren ist. Oh guck, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, ja, fick dich ins Knie, du Arschloch. Er hat mich gefunden. Ich werde aber noch nie nicht mehr rankommen. Ja, ja. Das ist so nicht. Das ist. Machen wir YOLO? Wir machen YOLO. Ist, wo sind? Das ist meine eigene Spur. Aber wo ist er? Hä? War jetzt nicht so die spannendste Runde. Tut mir leid. Aber wir sind zumindest bloß einmal abgeschossen worden mit dem tollen Panzer. Ich habe immerhin einen Start und 13.000 dafür, dass ich gestartet bin. Wow. Da nehmen. Von dem Gebüsch, ja, das, also das Gebüsch, das war sozusagen zum Gebüsch wie an einem Baum werden. Und als Beweis dafür, dass es das Recht hat, ein Baum zu werden, muss es mich töten.
Das Gestrüpp. Ich hab gewusst, dass. Ich hatte da einmal hingeschossen. Aber da dann keine Meldung kam, von wegen nicht durchgekommen oder sonst irgendwo. Ja, gut, das wird dann. Und beim zweiten hingucken. Pff. Nicht Gummiko. Wollen Gebüsche nicht mal Bäume werden. Oh, die Map ist nicht schlecht. Haben wir jetzt, glaube ich, im Stream aber so auch noch nicht gehabt. Soll ich da gleich mit dem Flieger rein? Ja, gehen wir gleich mit dem Flieger. Ah, ich wollte einen Bomber noch mitnehmen, weil die Maps so schön groß sind. Egal. Bei dem muss man auch noch vollends erforschen, der ist auch noch nicht fertig, der Leisure. Hat der da keinen Platz dran? Das sieht man ja. G6, okay, G6 habe ich noch nicht. Ich wusste nicht, dass die G6 Gunpods haben. Pods haben. Ist ja gut, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Oh Mann. Er will Deckung von mir. Fliegt mir aber auch nicht davon, ich muss Höhe gewinnen. Dass die so extrem immer noch. Das heißt, bei der Geschwindigkeit drückt es mir das Flugzeug noch. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Werden oder gibt es keine Trimmung? Das ist besonders toll bei dem Flugzeug. Bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Kommenden Dienstagabend hoffe ich, endlich wieder mal ein bisschen Handballtraining machen zu können. Ansonsten gerne. Aber Dienstag, heute ist ja auch bloß Ausnahme, weil Handballtraining heute ausfällt. Also nicht von mir aus, sondern hochoffiziell. Der Feind hat die Initiative. Haben wir diese Woche trainingsfrei. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Ansonsten bin ich dienstags ja eigentlich nicht zu Hause. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Oh doch, doch. Auf die Karte. Da kommt einer.
sie wieder weg. Spray Day. Wieder eine Flak. Schießt der einfach just for fun oder ist da was? Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Da ist was. Lade nach. Okay, die ist tot. Ist die Frage, wo ist die andere? Hätte ich mich doch auf die andere konzentrieren sollen, Scheiße. Die habe jetzt wahrscheinlich gleich am Arsch. Irgendwie haben sie was an den Einstellungen gemacht. Ich habe viel größere Probleme, wie früher überhaupt irgendwie Flugzeuge zu erkennen. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Das wird wieder so eine Müllrunde, kann das sein? Absolut gar nichts. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen. Ich bin etwas frustriert. Ja, zumindest sehe ich meistens die Leute, aber jetzt fliege ich ja zum zweiten Mal hier rum und so sagen. Bäh. Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Es gab heute Patches, aber die hatten eigentlich damit nichts zu tun. Kommt mir alles so viel kleiner vor im Verhältnis. Ich fliege bei 2000 Meter ja eigentlich ständig rum. Das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt. Da, da, über mehr. Aber wenn der Flak hinschießt, dann ist das einer von uns. Leute. Dann schieße ich eben auf die Flak, scheiß drauf. Die Flugzeuge sind, ey. Guck dann, wie klein das Ding ist. Ja, wahr sein. Ja toll, ich bin in Deutschland. Ja. Haben die irgendwas? So einen Grafik. Selbst mit Zoom erkenne ich das Ding ja kaum noch überzeugen noch. Augen auf die ausgewiesene Koordinate! Einen wunderschönen guten Abend.
Leutnant Schrippi, wie geht es dir? So, wo war jetzt die scheiß Flak? Voll verzogen. Kehre zum Flugplatz zurück. Schnittchen? Wo Schnittchen? Ich höre nur Schnittchen. Ja, das ist unsere Landung, weil der gerade gesagt hat, er geht zum Flugzeug zurück. Zum Flughafen zurück. Das dann muss auch unsere sein, weil der beschießt die feindliche Flagge. Seit wann haben wir rote... Oh Mann. Was haben die geändert? Seit wann haben wir denn rote Flares? Ja, das ist mir schon klar, aber ich frage trotzdem, wo sind meine? Einen wunderschönen guten Abend, Helwig. Du TC-Taucher, wie geht es dir? Da wird ja gerade von allen Seiten gehackt, oder? Ein toter Maschinenschrauber, ja, ich bin vorhin im Helwig Stream, durfte ich, aus welchen Gründen auch immer hat er mich an die Maschinen seines Raumschiffs gelassen und sich dann gewundert, dass er kurz darauf gestorben ist. Völlig unverständlich. Das ist noch eine Flak. Könnte auch mal ein feindliches Flugzeug kommen oder so? Nein? Ach scheiße. Ja und? Aber Schnittchen gehen immer. Das ist eine Flugabwehrkanone. Macht das nicht mal blöd. Gummi. Weil das natürlich ein verlockendes Ziel ist für die ganzen Tiefflieger, dass die auf die zukommen. Und so erhöht sich die Chance eines Abschusses für dich dann. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Faster than Light hat er vorhin gespielt. Jetzt ist er kaputt. Ich sehe immer noch keine feindlichen Flieger. Und mir geht in 6 Minuten der Sprit aus. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Ich habe gerade einen Motor gehört.
ich habe gerade keinen Motor gehört. Die Frage ist, von wem oder was? Von Juni 87. Ich habe keinen Sprit mehr. Also ich weiß nicht, was sie da alles eingestellt haben, aber wir kommen die Größenverhältnisse irgendwie alles kleiner vor, gefühlt. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ja, ich muss zurück zum Flughafen. Ohne irgendwas auch nur ansatzweise gesehen zu haben, das ist. Ich zeige euch heute wieder die Oberaction. Scheißdreck. Wetten, ich bin gelandet und dann spam's bei denen. Auch schneller. Wo ist denn der Flughafen jetzt hin? Immerhin einmal die Kette. Ja, stimmt. Einmal die Kette gebrochen. Das zählt halt für gar nichts. Weiß ich, auf dem Tier scheint es, also ich bin ja die letzten Tage auch immer die Low-Tier, also die etwas niedrigere Rennen dann jetzt gefahren. Wobei das jetzt noch kein High-Tier ist. Und da war so viel in der Luft, da bist du im Prinzip, hast du eine Warteschlange gehabt, wer wen abschießen darf. Also das war wirklich grausam. Da hast du in einer Schlacht 4, 5, 6 Luftkämpfe gehabt, in der Zeit, wo ich hier gerade nicht mal ein feindliches Flugzeug gesehen habe. Es ist allerdings auch so, dass die deutschen Flugzeuge hier, wenn gut geflogen, nicht schlecht sind. Also das ist halt schon, man muss dann halt schon wissen, was man tut, ansonsten... Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur Basis. Ey! So, ich hatte ja gesagt, ich verdecke euch da unten ja die schöne Damage Cam. Diese Tür anpassen. Wenn ich es richtig drauf habe. Die beste Staffel, yippie! Mein Kollege muss der Hammer gewesen sein. Der muss das Spiel im Prinzip alleine gewonnen haben. Und ey, wir haben ja verloren. Beste Staffel, lachhaft. Und? Zusammenarbeit. Also er hat irgendwas gekillt, wo ich neben ihm stand. Das ist peinlich. Also ich fühle mich gerade, als hätte ich mein Lebtag das Spiel noch nicht gespielt. Also irgendwie... Irgendwie komisch fühlt sich's an. Extrem komisch. Wir könnten... Die ist hier zwar noch nicht qualifiziert, aber das sollen wir mal... Egal sein. Machen wir ein bisschen eine breitere Varianz, was die Panzer angeht. Ach, du meinst, es war Abschusshilfe? Kein passendes Fahrzeug. Ja, ich möchte auch in das Load hier und Match, danke. Operation verarbeiten. Ja, jetzt dauert es eine halbe Ewigkeit.
Was hat denn der Henrik Leckeres gemacht heute? Map kenne ich auch nicht. Ist ja nicht so, dass ich nur nicht nur frische Panzer hätte, nein. Die Maps sagen mir so absolut gar nichts. Also ich kann jetzt nicht mal sagen, ja, ich fahre jetzt da links, rechts und dann hoch, sondern ich fahre blind. Also blinder als sonst. Das ist jetzt der 3 Meter 4F. Und der fährt mir hinterher, der Arme. Reis an Hähnchencurry. Ich war heute vorne und habe mir Pasta bestellt. Die etwas schwer im Magen liegt. Also das kommt noch. Och, hier liegen Schrottpanzer rum. Bravo! Entschuldigung. Grand merci. Danke! Ich nehme ab. Brauche Deckung. Einen wunderschönen guten Abend, Piratenmaus. Oh, da gerade aus. Bravo! Geht ihr's? Da. Der war zu kurz. Nein. Der war zu kurz. Feuer bereit. Negativ. Stimme zu. Der war zu kurz. Niemals. Was hat denn da für meine Entfernung geschätzt, verdammte Scheiße? Treffer, ich habe einen getötet. Der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, was für ein Dödel schießt, ne? Wunderschönen guten Abend, Baum. Wie geht es dir? Lang nicht gesehen. Gut in die Woche gekommen. Ich habe was getötet. Wir machen Feierabend. Ich habe was getötet. Und natürlich gibt es jetzt Luftschlachten. Warum sollte es jetzt auch keine Luftschlachten geben? Ich hab's für Scheiße nochmal. Das ist eine Taste. Die kannst du belegen. Habe ich das nicht mal erklärt? Nein, keine Angst, gerade, aber es dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade bloß so euphorisch, dass ich denke, es wird nicht mehr besser. Ich habe über 3000 Kilometer Feindpanzer abgeschossen. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich weiß nicht, ob diese ganzen Fracks mir hier jetzt auch als Deckung dienen können. Ich stelle mich jetzt einfach mal hinter ein. Frecherweise. Der Baum höchstpersönlich, ja, mein Erzfeind. Es gibt diese Taste, da, uah, der wurde von der Seite beschossen. Der Feind hat die Initiative. Eine Sekunde, da.
Fuck. Könntest du... So kurz. Zu weit. Hast du ihn jetzt verrissen? Ja, der Quan. Also es gibt eine Taste, da kannst du auslösen, dass dein Gunner Entfernungsmessung macht. Und dann sagt der Größe 928. Der kann, das ist das Problem, der ist nicht geskillt bei mir. Also alles, was... Der Kommandant ist bewusstlos! Mehr oder was? Ja, den kannst du skillen, was bei den Tiers dann halt schon wohl wichtig ist, aber ich habe Skillpoints eigentlich bisher immer für Dings ausgegeben, für Flugzeuge. Und dann kannst du dein Fadenkreuz noch nach oben unten drehen. T-34 OP, ja die T-34, die Russenpanzer, wobei ich einen auf die Entfernung zerstört habe, das ist ja... Ja, guck mal. Nimmt der Feind noch ein? Ja, oder? Abgebrochen. Ja, jetzt nimmt er mich mal ein. Jetzt ist er wohl tot. Also allein wenn ihr schon jetzt die Größe der Maps im Verhältnis zu den anderen, da geht es halt mehr um die Distanzschüsse und so. Da muss ich noch üben, da bin ich komplett unmöglich. Auf jeden Fall kannst du, wenn du die Entfernung hast, auch noch dein Fadenkreuz hoch runter, so dass du sozusagen, wenn das Fadenkreuz auf dem Ziel ist, der Schuss nicht gerade geht, sondern den Bogen macht, um dann die theoretische Entfernung zu erreichen. Also die ballistische Flugbahn sozusagen einstellen. Japaner. Meine Fahrt ist gerade Prinzip Hoffnung. Keiner wird denken, dass jemand so blöd ist, einfach YOLO gerade aus auf den Punkt zu fahren. Getarnter Japaner, fahrender Busch. Und natürlich ist auf die Entfernung dann die ganze Buschwerk, was man da kaufen kann, halt noch mal einiges wichtiger. Soweit ich weiß, ja, das macht er. Also wenn man, was heißt, soweit ich weiß, ja, es macht er. Es ist allerdings nicht so, dass der dann automatisch nachjustiert, sondern man steht halt an der Seite plötzlich anstatt 1000 plus noch 200 oder sowas. Japaner. Ich hoffe, da sitzt jetzt gerade keiner drauf. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Meine Versicherung wird sich wieder freuen über die ganzen Beschwerden, dass ich die Hälfte eingerissen hätte. Was schießt denn der? Ich
Was zum Teufel schießt der? Ach, da war was. Wir haben die Initiative. Also dadurch, dass es jetzt so über größere Distanzen geht, die ganzen Gefechte, werden natürlich die ganzen Buschwerke, die man sich irgendwo an den Panzer ranknallen kann, für Geld, auch interessanter, genauso wie die Tarnung. Ich bin im grauen Ding hier, bin natürlich etwas auffälliger als die Russen oder die Japaner mit ihrem Grün. Oder die Amis mit ihrem Braun. Da das ja eine realistische Panzersimulation ist, wer als erstes gesehen wird, ist tot. Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Ein deutscher Panzer. Ja, scheiße Baum. Die Büsche, wo man sich an Panzern malen kann, sind nicht erspielbar. Es ist grenzwertig. In der Regel habe ich ja gesagt, Gaishin hat es wirklich geschafft, bei den ganzen Fahrzeugen und Kaufdingen, die es gibt, das Spellingsim doch so hinzubekommen, dass es am Ende des Tages kein Pay-to-Win ist. Die Büsche sind für mich als jetzt hier ungeübten Fahrer auf diese Entfernungskämpfe natürlich tödlich. Baum ist es gewöhnt. Das war glaube ich der erste Satz, den ich zu ihm gesagt habe. Nimm es nicht persönlich, aber manchmal schnauze ich voll mehr. Mit denen habe ich eine persönliche Fehde. Aber wenn ich mir jetzt, um auf die Büsche nochmal zurückzukommen, wenn ich jetzt so bei anderen zugucke, bei Fleischkindl oder so, die das regelmäßig fahren, dieses Tier, und dadurch auch gewohnt sind, dass da solche Büsche dagegen rumstehen, erkennen die das schon recht gut. Also das ist kein OP-Vorteil. Das ist nett von dir, Baum. Das ist nett von dir. Wahrscheinlich jeder Profi wird sich jetzt hier denken, was macht denn der Depp da, wo fährt denn das Hörnchen hin? Ich habe selber keine Ahnung. Oh, ein... was wissen die? Eine Stuck 3? Augen auf die Karte! War die Stuck 3 offen? Wusste ich gar nicht. Oh, scheiße. Eine verfickte IL, eine verfickte IL. Oh, das ist so langsam. Komm, ich stehe hier mitten im Feld, ich stehe hier mitten im Feld, ich stehe hier mitten im Feld. Hier bin ich. Dranbleiben, der Sieg ist greifbar. Und die EL-2 wurde vom chinesischen, japanischen Panzer abgeschossen. Passt, weil die EL-2 ist ja auch der fliegende Panzer. So. Punkt A angreifen. Na gut, ich komme ja schon. Ich bin bloß noch die Hälfte der Map von entfernt.
Oh nee. Punkt B verteidigen. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Bestätigt. Verstanden. Ich bin den ganzen Weg hier hochgefahren. Wir folgen. Entschuldigung. Mein Fahrer ist noch Fahrschüler, der lernt das noch. Der lernt das noch. Und wieder zurück. Also das nächste Mal, wenn ich irgendeinen Punkt nicht mal entschieden habe, bleibe ich einfach bei dem Punkt und bewege mich nicht mehr weg. Der Feind wird schon kommen. Weil jetzt habe ich das Problem, dass ich den hier jetzt hinterherfahren muss. Das menschliche Auge Bewegungen eher wahrnimmt als irgendwas Stehendes. Wobei er jetzt vielleicht nicht davon ausgeht, dass ich von der Richtung komme. Aber das sind Spekulatius. Hat abgebrochen. Hat da jetzt schon jemand wehe? Schön war's, hey war's. Scheißdreck, verdammter. Tot. Jemand hat ihn gesehen, als er mich abgeschossen hat. Ich hätte vielleicht nicht bremsen sollen, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt wirklich kein Shooter, das ist halt wirklich Sim. Ja. Okay, der schwarze Punkt, den ich da gerade gesehen habe, ist ein Feind. Weil die andere Maschine ist gerade mit mir gestorben, wo sie jetzt hin. Was haben die jetzt umgestellt, verdammte Scheiße, dass ich die Flieger nicht mehr sehe? Ich mach jetzt komplett YOLO. Ja, es ist, auf der einen Seite ist es das, aber wie gesagt, ich habe die Panzer neu, die Maps sind neu für mich, da wird
das am Anfang einfach nicht anders sein. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wenn ich mich aber mal dran gewöhnt habe, dann hoffe ich doch mal wieder in einer. Es ist halt Simulation. Und dann können wir siegen. Was war das? Jetzt habe ich den Punkt vorne wieder. Was haben die an einem Scheißding gemacht, dass du die Flieger nicht mehr erkennst? Deckung geben. Das ist ja grausam. Der fliegt zurück zum Flughafen. Oh, das sind daher. Scheiße. Ja, ja, da waren schwarze Punkte Richtung Flughafen. Das ist einfach. Die haben die Grafik verändert. Und seitdem habe ich teilweise auch Effekte, dass wenn einer tief fliegt und dann ein Wald vor ihm ist, der mit dem Wald verschwimmt und so. Das ist gerade schon extrem schwierig geworden, was zu erkennen. Ja, das kenne ich auch von mir und doch, es hat eine Auswirkung, allerdings wenn die dich halt so mit einer gewissen Munition erwischen, also ganz erste Runde vom Panzer, habe ich ja zumindest einen Schuss überlebt, zum Beispiel. Wäre der 90-Grad-Winkel auf mich eingeschlagen, hätte ich das wahrscheinlich nicht überlebt beim ersten Schuss. Es bringt schon was, allerdings nicht so, dass du dann komplett unbeschadet oder dass es dann Pläumen macht. Sehe ich jetzt wieder meine. Ey, was ist denn heute los? Heute läuft es irgendwie nicht ganz so schön. Kollegen hat es ja wohl irgendwie erwischt. So, jetzt sehe ich zum Beispiel, dass da hinten ein schwarzer Punkt gestartet ist beim Flugzeug. Ungefähr von Mitte vom Bildschirm. Auf den warte ich jetzt. Und versuche ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht aus den Augen zu verlieren. Nicht aus den Augen zu verlieren. Das Problem ist, es kriegt halt nicht die volle Auflösung übertragen. Dazu noch der kleinere Monitor. Also kleinere Bild. Aber vertraut mir einfach, da im Wald ist ein schwarzer Punkt. Ja. Das sind zwei schwarze Punkte, das ist ganz unsympathisch. Und jetzt habe ich sie aus den Augen verloren. Es ist zum Kotzen. Was haben die geändert? Da.
Scheiße, ich hab einen am Arsch. Ey komm, den hab ich doch, der muss doch. Ich hätte die Gunpots nicht mitnehmen sollen, das war gerade mein Tod. Ich bin nicht schnell genug weggekommen. Aber die P38 habe ich doch wunderschön abgesiegt, oder? Suppi, genau, Suppi. Die habe ich doch perfekt abgesiegt. Oder lebt die noch? Ich kann aber keinem verzeihen, dass die gerade noch überlebt. Doch, die lebt noch. Die hat die Scheiße tatsächlich überlebt. Fuck. Ich habe gedacht, nachdem da der halbe Flügel weggefallen ist und wieder einen Putt gemacht hat, sei sie tot. Und was war mein Fehler gerade eben? Anstatt die Geschwindigkeit, die ich hatte, zu nehmen und vorbeizufliegen, zu schießen und wieder direkt zu steigen, habe ich gedacht, ich erwische den nächsten auch noch. Und bin deswegen in einen Turnfight gegangen. Oh, er ist tot. Er ist tot. Er ist sowas von. Oh, der Bombenwurf ist perfekt. Der Bombenwurf ist perfekt. Oh. Wir verlieren die Runde tatsächlich. Da gerade eben Respekt vor dem IL-2-Flieger, der Bombenabwurf war perfekt. Wir haben noch einen Panzer und eine B-510 in der Luft. Ach du Scheiße. Und die haben. Warte mal, das waren vier Flieger, glaube ich. Eine Jagd, eine Spit, die P-36 und die IL-4. Das heißt, die haben Autos rein, Panzer. Natürlich auch ein nice Versteck. Das ist okay, muss man sich merken. Das scheint auf dem Punkt zu sein. Und er ist zumindest teils geschützt. Weil mit dem Buschwerk vorne dran ist er jetzt halt gar nicht zu erkennen. Kommt der Flieger noch runter? Wo kommt der runter? Und ich bin wegen Inaktivität rausgeflogen. Schön. Ich wollte eigentlich noch zugucken. 7500 Lions, mal schön. Das hier oder das hier wäre schöner gewesen, weil 75% Rabatt auf dem KV2, nicht schlecht. Wir haben einen Bodenziel zerstört. Das ist doch immerhin schon etwas. Was ist hier? Meisterschütze verliehen für die Zerstörung eines feindlichen Fahrzeugs auf große. Ja, das war verdammt große Distanz hier. Ja, der kritische Treffer doch, ja, einen kritischen Treffer haben wir gelandet mit der BF-109. Insgesamt also drei Treffer. War jetzt nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste. Oh, ich bin... Okay. Ja, bei Simulationsmatches ist es leider so.
Wobei das gerade eher danach aussah, dass wir gewonnen haben und das ein Bug ist. Nee, doch nicht. Fertig. Keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber das war komisch. Das war komisch. Ui, eine Map, die ich kenne. Lass mich vor, ich bin ein Marder. Was bist du denn? Was zum... Ups, Baum. Oh, jetzt seht ihr auch das Schadensmodell unten. Also, das muss man ja auch sagen. Das Schadensmodell ist ja wirklich verdammt gut gemacht. Bei den Panzern. Ich finde immer noch schade, dass es diese Hitcams bei den Flugzeugen nicht gibt. Was hat der da am Arsch? Der hat einen Busch. Okay, der Panzer ist wohl Geschichte, der da war. Das war jetzt halt wieder so, ist das Freund-Feind, weil der reingibt, saß er auch da reingefahren, da war ich, ist der rückwärts gefahren, verfluchte Scheiße. Menno. Hatte der einen roten Schlitten dabei? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich hätte einfach abdrücken sollen und drauf scheißen, wenn es ein eigenes ist. Ah. Yes. Die sind bei uns am Spawn. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten! Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Ah, das ist ja heute. Heute ist, also, läuft ja super heute.
Ja, heute bin ich immens erfolgreich, wirklich. Ja, das läuft, das Augen ist abnormal. Ich hatte ja gesagt, nach dem einen Abschuss davon über die 3000 Meter hätte ich aufhören sollen. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Das ist taktisch halt auch schon mal was anderes jetzt. Das ist... kam zu spät. Ja, die Bombe ist komplett vorbeigesegelt. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Im Zweifel immer auf den hinteren Rängen. Augen auf die Karte. Wobei... Ich habe nicht mal gestriffen. Wo wieder beim Thema, wenn es läuft, dann läuft es werden. Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Boah, guckt euch an, wie viel Luft wir haben. Wir haben unsere Panzer halt alle vorne am Ziel. Das ist
Weil dieser eine scheiß Panzer durchgerusht ist und wahrscheinlich die Hälfte unserer... Ja, das, die Runde ist verloren. Aber mal gucken. Hat mich jetzt Flak erwischt und ein freundliches Flugzeug. Kehre zum Stützpunkt zurück. So viel Luft. Abend, Coxy. Wie geht es dir? Ja, der siegt, weil wir keine Panzer haben. Das haben bloß noch Flugzeuge, weil ein Spawnkiller alles erledigt hat. Ist das deprimierend. Also noch machen mir die Gefechte in den niedrigeren Tiers mehr Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ein bisschen argsatzig. Ne? Den wird sich jetzt natürlich keiner mit dem Luft trauen, weil er blöd wäre, was machen würde. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Rademaus, danke fürs Einschalten. Einen wunderschönen Abend noch. Lass dich von Herrick nicht zu arg merken. Oh. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Hey, wir haben Ersatzteile bekommen, dafür, dass ich zweimal gestorben bin. Yippie. Ist das frustrierend? Ach die. Das ist ein Gehaufbau? Ich fahre den einfach mal hinterher in der Hoffnung, dass die mehr Ahnung haben als ich. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen.
Der Weihnachtswirt, genau. So. Vollpfosten. Okay. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Okay. Wunderschönen guten Abend, Rollmops. Ja, nur ein geringer Flohschaden, wirklich nur geringer. Da ist nichts. Bin ich in der Mauer fest oder was? Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wie geht's dir, Rollmops? Gut in die Woche gekommen? Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ich schlag mich ja wieder mal perfekt mit meinem 39 Pünktchen. Ich habe bei den Maps halt, wie gesagt, absolut keine Ahnung, wo der Feind herkommt. Und das ist ja halt das A und O. Oh, und die Nudeln fahren mir im Magen rum. Was ist denn hier? Ich sehe einfach nicht. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ja, Feind oder Feind? Feind oder Feind? Feind! Das geschieht nur recht. Weg hier, das Adorie hier raus. Aber entschuldigt mich, ich muss leider ganz kurz dringen. Wir verlieren! Auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da.
B. Angreifen. Verstanden. Vielen Dank. Gute Nacht, Proxy, danke fürs dabei sein. Doch, da bin ich, oder? Wir haben ein Gebiet eingenommen, super! Und Proxy, nächstes Mal fliegen wir wieder zusammen, oder? Nächster Versuch. Einen wunderschönen guten Abend, Nova Orte. Wie geht es dir? Ja, ein bisschen müde und froh, wenn die nächsten zwei Wochen auch noch voll ins Rund sind, weil dann habe ich erstmal Urlaub. Aber ansonsten soweit gut, außer dass die Runden hier gerade heute ein bisschen arg salzig sind und mein Panzer nicht in die Gänge kommt und mir die Nudeln von vorne ein bisschen im Magen rumfahren, so als wären sie nicht ganz durch gewesen, haben auch ein bisschen arg fest waren sie. Also noch nicht al dente, weil entweder zu viel oder zu wenig gekocht. Aber ansonsten gut. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Wurde von feindlichen Wo ist denn der Feind? Müsste eigentlich noch genug von geben. Repariere! Der Feind hat ein Gebiet eingenommen! Was ist denn? Hä? Der hat gerade geschossen, aber wohin denn? Halt nix.
Wo wird da geschossen? Jetzt sehe ich. Der Feind ist dabei zu gewinnen. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Was ist das da geradeaus? Okay. Da ist irgendwo ein T-34. Ah, ich sehe das. Scheiße. Wer schickt Panzer auch hier hin? Das ist ja grausam. Ich hoffe, der gibt mir jetzt auch wirklich Deckung, der Junge. Was macht der da? Kollege, lass mich nicht allein. Ja, lass mich allein. Guten Abend, Zock. Ja, das Salz ist tief. Das könnte fast nicht tiefer sein. Ich bin vor allem schneeblind. Oh mein Gott, das haben wir verloren. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Nee, hier bleibe ich nicht stehen, das gefällt mir nicht. Passt da echt nicht durch? Na toll. Neuen Salzräumpanzer, ja. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Und die ganze Tore wieder zurück. Und ich krieg grad richtig Magen. Na toll, ich habe ihn erwischt, ich bin aber auch tot. Das geschieht im Recht. Der Feind siegt. Gegenangriff jetzt. Getroffen. Wo ist denn seine Munition? Na, ey, ich habe auf sein Turret geschossen. Ich hab sein Turret, da war die Besatzung tot. Ich bin Andrea. Ich hab auf sein Turret geschossen. Ich hab aufs Turret geschossen, bin durchgekommen und seine Besatzung im Geschützturm war tot. Wie hat er zurückschießen können? Ja, ich hab Magenverstimmung. Das ist gerade die letzten Viertelstunde ist es richtig, deswegen verzieht's mir gerade alles. Ich glaube, das Essen war nicht so berauschend.
Deswegen tut es mir leid für euch. Ja, das Salz ist grill. Das hat jetzt mit dem Salz nichts zu tun. Ihr kennt mich, ich würde weiter salzen. Nein, wir haben verloren. Aber ich glaube, ich werde den Stream für heute beenden müssen. Weil es wird gerade schmerzhaft in der Magengegend und das ist nicht schön. Ach, wir haben einen Panzer erforscht. Was haben wir denn erforscht? Oh, wir haben die 8-8er erforscht. Das ist natürlich schön. Forschen, forschen, forschen. Kaufen. 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 Nee, da bin ich nicht hart, sondern da spiele ich Weichei. Es tut mir wirklich leid. Und ich werde den Stream leider beenden müssen, aber. Das ist echt ein komischer. Stopp, das so. Warum das denn? Es ist erstens, wollte ich sowieso nicht arg viel länger machen. Ich wollte eigentlich jetzt noch eine Runde oder zwei spielen, aber mir fährt es gerade im Magen rum. Das ist nicht mehr schön. Es ist einfach nicht mehr schön. Ich möchte eigentlich bloß noch auf die Porzellan und dann, ja. Nein, es liegt wirklich nicht an einem salzigen Moment. Mein Gott, die Runde war ja nicht mal schlecht für mich. Das ist der Magen gerade. Das ist wirklich irgendwie das Essen und jetzt fährt mir so. Am Anfang des Streams hat es kurz ein bisschen gewohnt, aber jetzt fährt es gerade richtig rum. Brillschüssel, genau, die Brillschüssel wartet auf mich. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich bedanke mich für die Subs, Atze. Danke nochmal. Ich bedanke mich für die Hosts. Nächsten Stream von mir wird es am Donnerstag geben. Wieder selbe Spiel wahrscheinlich. Hoffentlich ein bisschen weniger Salz. Nein, ein bisschen mehr Salz. Nein, aus dem WC werde ich nicht streamen. Keine Angst. Deswegen mache ich jetzt auch Feierabend. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt vor uns gut durch die Woche. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal am Donnerstag. Morgen ist Streampause. Donnerstag kommt der nächste Stream. Kommt gut durch die Woche vor uns. Habt eine schöne Nacht. Bis dann. Tschüss, tschüss. Bye, bye.